Wir sehen uns auf reitschuster.de. Etwas steril sei es gewesen heute auf der Kundgebung Unteilbar in Berlin. So das Fazit der Kollegen von mir aus dem Team Reitschuster, die heute vor Ort waren, die sich den ganzen Tag das angeschaut haben. Sie sagten, es sei keine richtige Demo-Atmosphäre aufgekommen. Es habe eher an einen organisierten Aufzug erinnert und bei dem seien auch immer wieder leere Flecken da gewesen. Es sei eine seltsame Atmosphäre gewesen, so ihre Eindrücke. Ich war nicht dabei, ich kann das nur wiedergeben, aber ich kann Ihnen hier die Bilder zeigen. Lassen wir es einfach mal eine Weile laufen. Ja, Sie bedrohen uns. Der AG hat seit Anfang an Ihr wahres Gesicht gezeigt. Sie ist die Partei des radikalen Neoliberalismus. Sie ist die Privatisierung in allen Lebensbereichen. Teilweise war diese Aktion eines breiten Bündnisses von allem, was politisch korrekt ist, eine Wahlkampfveranstaltung. Hier sehen Sie etwa Jusos und die SGD. Hier zwei Herren ohne Maske. Zumindest einer ohne Maske. Aber wenn man politisch korrekt ist, dann scheint das die Polizei nicht so sehr zu kümmern. Die meisten Teilnehmer hatten Maske, nicht so Toni Hofreiter hier auf dem Fahrrad. Ist die Frage, ist er da überhaupt ein Teilnehmer? Muss er da eine Maske tragen? Ja, sehr, sehr licht, die Reihen, wie Sie hier sehen. Es war ja im Vorfeld die Rede von bis zu 200.000, wie es das früher einmal gewesen sein sollte. Daran war überhaupt kein Denken, wie Alexander Wallasch, der heute für mein Team auf dieser Kundgebung war, erzählte. Er sagte, teilweise habe man richtig den Eindruck gehabt, es sei gar keine Kundgebung, weil es gar so vereinzelt war von der Polizei, war auch kaum etwas zu sehen. Riesiger Kontrast zu dem, was hier vergangenes Wochenende war. An der gleichen Stelle, da war ich ja auch dabei, hier am Leipziger Platz, den ich hier richtig erkenne, wo es zu einem massiven Polizeieinsatz kam. Hier die marxistisch-leninistische Partei Deutschlands, Marx, Lenin. Und ganz interessant, es wird ja immer den Corona-Maßnahmen gegen und vorgeworfen, sie würden mit Extremisten laufen. Und wenn die marxistisch-leninistische Partei Deutschland das keine Extremisten sind, dann bekommt jetzt mein Mitarbeiter und Kollege eine Rüge, weil er keine Maske auf hat. Dabei ist er Journalist und als Journalist ist er nicht Teilnehmer der Demonstration und als Nicht-Teilnehmer muss er keine Maske tragen. Das habe ich mir extra von der Berliner Polizei schon im vergangenen Jahr bestätigen lassen, aber das gilt hier offenbar nicht. Und was kümmert das geltende Recht, wenn es um Gefügigkeit geht? Hier auch wieder ein Kuba-Hemd, vorher war auch schon eine kubanische Flagge zu sehen, also die Diktatur in Kuba, die ist salonfähig und es gibt keine Proteste, dass hier mit Linksextremen gemeinsam gelaufen wird. Das ist in Deutschland offenbar salonfähig. Experte der AfD in Neukölln. Hinzu kommt, dass Antifa-Recherchen ergeben hatten, dass ein BKA-Mitarbeiter aus dem Bereich IT auch im Vorstand der AfD neu. Rassismus spaltet, stoppt die AfD, dass auf Kuba eine blutige Diktatur herrscht, das scheint offenbar weniger zu kümmern. Naja, diese politische einseitige Ausrichtung, die ist ja bekannt. Und Berlins Innensenator Andreas Geisel, der frühere SED-Mann, hat ja auch schon einmal gesagt, es sei für ihn kein Problem, bei Linksextremen mitzulaufen, sinngemäß. Aber wenn hier Bewegungen durch Berlin laufen, die nicht ganz auf seiner Linie sind, wie die Corona-Maßnahmenkritiker, dann bekommt er die Krise. Hier sehen Sie wieder, es ist ziemlich leer. Das war auch der herrschende Eindruck, den meine Kollegen mir berichteten. Schauen Sie sich den Beitrag von Alexander Wallasch auf meiner Seite an, eine lange Reportage über die heutige Demonstration, die in meinen Augen ein bisschen erinnert an Demonstrationen im Sozialismus, weil sie eben so organisiert wirkte, nach dem, was schon vorher abzusehen war und nach dem, was auch die Kollegen berichteten. Bitte?
wieder die Ermahnung an den Kollegen zur Maske, dass es Menschen gibt, die da beruflich sind, die eben keine Maske tragen müssen. Das kommt offenbar hier diesen Teilnehmern in ihrem vorauseilenden Erfüllungsgehorsam nicht in den Sinn. Und nochmal, es gibt führende Aerosol-Experten, die sagen, dass man die Masken im Freien eigentlich nicht tragen müsste, weil sie da keinen Sinn machen. Hier sehen Sie auch wieder Fuck AfD und gegen die AfD. Ist eigentlich sehr ungewöhnlich in demokratischen Systemen, dass man gegen die Opposition auf die Straße geht. Helfen Sie mir, wenn ich an Erinnerungslücken hier leide. Aber ich kann mich nicht erinnern, in der alten Bundesrepublik, dass dort große Demonstrationen von regierungsnahen oder direkt oder indirekt von der Regierung geförderten Organisationen unterstützt stattfanden, bei denen man gegen die Opposition mobil machte. Das ist eigentlich etwas, was man aus autoritären Staaten kennt. Tut mir leid, ich weiß, das klingt provokativ, das klingt schlimm, aber es ist nun einmal so und wir haben uns so daran gewöhnt, dass uns das heute nicht mehr auffällt. Und dabei kann man nun stehen zur AfD, wie immer man will. AfD ist aktuell die Oppositionsführerin im Deutschen Bundestag. Und wenn hier massiv Menschen auf die Straße gehen gegen die Oppositionsführerin, dann ist das zumindest politikwissenschaftlich erstaunlich. Ossis gegen rechts steht hier. Da auch nochmal die Erinnerung, wie hier geframed wird. Rechts ist genauso wie links eine politisch völlig legitime Grundeinstellung. Sogar der Innenminister Seehofer sagt, er sei ein politischer Rechter, hat er erst vor wenigen Monaten auf der Bundespressekonferenz gesagt, wird also mit Sprache ganz massiv manipuliert, indem man rechts mit rechtsextrem gleichsetzt und so die Mitte rechtsextrem machen möchte. Das war's für heute. Alles Gute. Danke. Ciao. Wir sehen uns so. Hi, Schuster.